Frage, um welchen Shop handelt es sich? Vielleicht steht es nur mit drei Leuten unterwegs. Und den Bingo-Laden. Bingo-Laden Vespucci, richtig. Vor sind jetzt genau vor dem Kleidungsshop. Vom Bingo-Laden ca. 10 bis 15 Mann. Pushen um den Shop wieder rum. Von der anderen Seite. Keine Aussicht, alles grau, alle blind, alle taub. Die Straße hat kein Herz, ja, und die gnadenlos aufs Maul. Ich schieß wer? Ja, hier schießen alle. Aber oder die Waldfee? Okay, ich frag jeder meine Dienst. Tudelu! Jo, viel Spaß. Heiliger Mann, was ist denn da los? Hast du geschossen, ja. Hast du dich nicht schon eingeladen? Einen wunderschönen guten Tag. Machen Sie einmal ganz kurz ein bisschen Platz. Alles klar. Wunderbar. Guten Tag. Kann der Kollege ein Stück zur Seite gehen, sonst komme ich nicht rein. Serge! Die Dame, wer sind Sie denn, dass Sie hier überhaupt so einfach... Ich bin frei, ja. Sehr rein. Gesagt, ich würde jetzt gerne anfangen zu arbeiten. Okay. Heute ist Dienstverbot. Dienstverbot? Okay, dann habe ich frei. Tschüss! Okay, komm mal schnell in den Dienst. Läuft gerade 11.99. Ach du heiliger Mama. Herr Petrov, ja. Die haben nichts. Gehen Sie wieder raus. Dienstverbot. Okay, ich mach frei. Tschüss. Ey, wer hat denn hier abgeschlossen? Oh Gott, ey. Einen wunderschön. Hallo. Oh, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen malen. Ich glaube, es ist gerade 11.99, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß nicht. Ich bin gerade gedanklich nicht anwesend. Achso, okay, dann weitermachen. Ja, ich brauche eine Einteilung, damit fangen wir erstmal an, ne? Geh rein! Raus, meine ich! Ein wunderschön! Visumstufe. So, ich bräuchte damit jemanden, mit dem ich fahren kann. Wenn 11.99 herrscht, warte mal, ich frage mal kurz nach, ob der noch hier ist. Sonst Feuerlein. Ansonsten steht hier auch noch ein Kollege durch die Gegend rum. Bitte? Sagte 11.99, ich brauche jemanden, mit dem ich fahren kann, ansonsten fahre ich alleine, aber hier steht gerade auch noch ein Kollege rum, den ich mitnehmen könnte. Oder andersrum. Bist du schon Kadett? Ein Auto, schnapp euch ein Auto, fahrt nach Westbrutsch, ein Auto auf den Funk, hopp, hopp. Alles klar. Dann auch wiederkommen, wenn der 11.99 vorbei ist. Alles klar. Wegen Einzahlung. Weg. Aua. Ich würd... Was ist das? Achso, kann ich da hinten sehen. Ja. Alles klar, ich schreib's mal rein. Mit wem bin ich? Hab ich denn das Vergnügen? Jason Mandela. Jason Mandela, alles klar, trage ich ein. Perfekt. Also, unter was soll ich uns denn eintragen? Keine Ahnung. Einfach ja, nee, dann. Ja, ich guck mal, was frei ist. Jo, eingetragen. Welchen Punkt haben wir? Hat der Herr da was gesagt? 1001er bis. Also zumindest steht im Infoblatt, dass hier da 1001 ist. Okay, dann. Bitte anhalten. Wir bräuchten eine. Hey, es war ein bisschen schlecht hier lang zu fahren. Vor dem Dach. Warten, bis ich wahrscheinlich nicht zeige. Sind 4 oder 5 vollbesetzte Fahrzeuge. Hier läuft ja schon mit einer Langwaffe durch die Gegend. Oh ja. Hat jemand noch eine Schutzweste für mich lieber? Keine Westen mehr, auf dich rein oder so, und dann reinsteigen jetzt. Wir warten, bis ich mich hier wegbewege. Zeit ist jetzt vorbei, jetzt haben wir 5 Minuten gebraucht, um uns zu sammeln, dass es nicht schneller geht. Ach du Heiliger, wer war? Ich denke, die werden irgendwie einen Helikopter holen, um mich hier runterzuholen. Mm-hmm.
Wissen Sie, worum es geht ungefähr? Okay, wird hier schon geschossen. Ich weiß nicht mehr. Triaden so aussehen. Zeugen von hinten, folgen von woher von uns. Ich hab gerade überhaupt gar keinen Überblick. Okay, da fahren wir auf den Dächern. Alter! Gegen hier! Passt auf! Wir haben ein Dach besetzt gegenüber von mir. Guck mal, die überfahren die ihren eigenen Männer, als die immer einmal mit Profis halten. Scheiße, da ist ja Krieg! Schießen absichtlich auf meinen Helikopter! Wir jumpen jetzt wieder runter. Die sind jetzt hinter so einem Shop da. Ja. Hallo, wie? Fahren die Leute lang? Yep. Ja. So viele. Was fahren die denn da lang? Sind die Kernminen oder was? Die sehen das hier vollkommen was damals und die Leute fahren da zu schnell. Da krieg ich die Krise. Das sind ganz viele noch. Sind jetzt auf der Straße und pass auf. Pushen jetzt da ins Barrio rein. Macht, dass ihr hier wegkommt! Was geht bei euch? Nee, ja, schon alles gut. Weitere Triaden pushen von dem Kleidungsladen hinter dem Kleidungsladen her. Circa 5 bis 6 Mann. Ich laufe jetzt alle wieder rüber Richtung Kleidungsladen. Laufen wieder in die Kanäle zurück. Mega kommt von BD raus. Pushen wieder auf die Hauptstraße beim Kleidungsladen. Halt auch raus, haben eine Wand an der am Kleidungsladen da. Bei den Autos sind auch Kippen. Oh, lauf, lauf! Pushen jetzt wieder vor. Also passt auf, die pushen, das sind noch ziemlich viele. Mindestens 10 Personen. Frage, um welchen Shop handelt es sich? Vielleicht steht es nur mit 3 Leuten unterwegs. Und den Bingo-Laden. Bingo-Laden Vespucci, richtig. Vor sind jetzt genau vor dem Kleidungsshop. Vom Bingo-Laden ca. 10 bis 15 Mann. Pushen um den Shop wieder rum. Von der anderen Seite. Sind 10 Mann etwa. Von oben gezählt. Versucht ihn wieder in die Mangel zu nehmen. Lauf jetzt mit auf die Straße, lauf Richtung Vespucci-Tanke. Rüber zu diesem großen Einkaufszentrum rein. Teilweise pushen aber auch eine große Masse an Leuten um den Shop rum. Immer noch. Sind wir schon wieder am Hintern gegangen? Alles gut, alles gut. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich die Kollegen wieder finde, aber danke. Laufen einbürgernden hinterher. Die laufen wieder Richtung, Richtung Süden, Richtung Strand. Teilweise. Zu deren Fahrzeugen, wo die stehen. Hinten wird zum Lieferwagen teilweise. Weiterer gefallen, sehr schön. 3 Leute noch vorne beim Richtung Lieferwagen, Richtung Fahrzeuge. 4 Leute. Einer verwundet, verbindet sich da gerade wieder. Läuft jetzt die Treppen hoch. Push schneller, schneller. Da sind noch 3 Leute. Ich lande wieder auf dem Dach und unterstütze euch. Oben auf der Treppe noch rechtzeitig eine. Westen ziehen, Jungs, ne? Die ist nicht tot. Da läuft eine. Ja, die legen sich doch alle hin, was sie so tun, ey. Komm. Sehr schön. Komm, push, push. Komm, wir haben sie alle gleich. Komm. In dem Auto. Oh, da ist einer im Auto.
Einer rennt dann auch nicht Richtung. Eine helle Flamme und der aufsteigende Rauch. Diese Emotionen sind in Richtung diesem großen Einkaufszentrum gerannt. Doch der breiten Masse ist dieser Junge nicht geheuer, ein Chaot, ein Rebell. Abschaum für die Welt, doch die Hauptsache ist, ich bleib immer ich selbst. Kein Vertrag und kein Manager verbiegt mich. Entweder hasst sie mich oder scheiße, man, ihr liebt mich.